Islam Express. Islam Express. Islam Express. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Liebe Schwester im Islam, ich wollte heute mit euch über die Geschichte reden, der Islam oder wie Salman al-Farisi den Islam angenommen hat. Und wie alle wissen, Salman al-Farisi gehört zu den beeindruckenden Gefährten des Propheten Mohammed a.s., gehört zu denjenigen, die vor Sulh Hudaybiyah den Islam angenommen haben. Und Salman al-Farisi ist einer der wissendsten Sahabis oder ein sehr wissender Sahabi. Ja? Und die Geschichte von ihm ist wirklich beeindruckend, weil er aus einem ganz anderen Hintergrund kommt. Und diese Geschichte hat unheimlich viele Lehren für uns. Und ich finde es auch immer wieder wichtig, Geschichten zu erzählen, wie Sahaba den Islam angenommen haben. Weil wir lernen da auch sehr viel draus für unsere heutige Zeit. Weil wir lernen das Wissen hier, wenn wir versuchen, Wissen zu lernen, wenn wir versuchen, zu den Gesandten des Gesandten Allahs zu hören. Weil das muss man verstehen, Brüder. Wir lernen den Islam, weil wir zu den Gesandten des Gesandten Allahs gehören wollen. Sallallahu alaihi wasallam. Das muss man sich mal vorstellen, weil wenn man sich dieser Sache bewusst ist, dass man zu den Gesandten des Gesandten Allahs gehören will, dann geht man mit einer ganz anderen Einstellung an diese Religion ran. Und wenn man bedenkt, oder an das Lernen dieser Religion, wenn man bedenkt, dass die Wissenden, innal ulama warathatul anbiya, dass die Gelehrten, die was sind? Die Erben der Propheten. Die Erben der Propheten. Und deswegen der Sheikh Abu Saq al-Hawaini, Hafizahullah, der hat mal zu mir gesagt, Abu Hamza, rufe zu Allah, als wenn der Koran zu dir herabgesandt worden wäre. Udu illallah ka'annal Qur'an unzila ilayk. Muss es mal vorstellen, wenn du mit dieser Einstellung an die Sache rangehst. Weil das ist das große Problem, was wir heutzutage haben, dieses Verantwortungsgefühl. Nun auf jeden Fall zu dieser Geschichte, wie ist er zum Islam gekommen? Und ich möchte noch auf andere Geschichten in diesem Zusammenhang eingehen. Erstens, er kam aus Asfahan, aus einem Dorf, das Jih hieß. Asfahan, das ist heute Iran. Ja? Und er war jemand, sein Vater war einer der, war der Führer von diesem Dorf. Und da hatte sozusagen jedes Dorf einen Tempel gehabt, wo Feuer angebetet wurde. Das sind die Zoroastrier, die Feueranbeter, die Majus. Und die Majus sind eine von den wenigen Religionen, die an mehrere Schöpfer glauben. Die meisten Religionen glauben an einen Schöpfergott. Aber die Majusis, die glauben an zwei Schöpfergötter. An zwei Schöpfergötter. Erstens, der Gott, der das Gute erschafft, und der Gott, der das Böse erschafft. Der Gott, der das Gute erschafft, und der Gott, der das Böse erschafft. Und die Qadariya im Islam, ja, es gibt eine Gruppe, die nennt sich Qadariya, oder die wird Qadariya genannt. Da gibt es Rulat von, ja, die noch nicht mal glauben, dass Allah wusste, was passiert vorher. Das sind Kuffar. Und dann gibt es einige, die leugnen, dass Allah das Schlechte erschaffen hat. Das Schlechte erschaffen hat. Allah sagt im Koran, Kul a'udhu bi rabbil falaq min shari ma khalaq. Ich suche Zuflucht vor dem Herrn der Morgenröte. Allah ist der Herr von allem. Es gibt einige Christen, die kommen jetzt an, oh, mit Morgenröte. Das ist der Satan. Was heißt Rabb? Rabbil Falak. Rabbi heißt der Schöpfer, Lenker, Herrscher des gesamten Universums. Das heißt, sie nehmen sich ein Wort raus und ist Gott der Schöpfer der Morgenröte? Ist Gott der Schöpfer der Sonne? Ist Gott der Schöpfer des Satans? Wenn die Christen sagen, nee, dann sagen wir ja, ihr habt mehrere Götter. Ja? Und wir sagen, Gott hat das Schlechte erschaffen, nicht für das Schlechte, was es mitbringt, sondern für das Gute, was es mit sich mitbringt. Ich gebe ein Beispiel. Hätten wir die Krankheit, hätten wir die Gesundheit erkannt, wenn es die Krankheit nicht gäbe, würde es Leute geben, die Dauer machen, die gegen den Scheitan kämpfen, wenn es den Scheitan nicht gäbe, würde es Leute geben, die sich bemühen. Das heißt, Gott hat das Üble nicht erschaffen wegen seines Üblen, sondern wegen des Guten, was es mit sich bringt.
wegen dem Guten, was es mit sich bringt. Okay? Aber das ist hier nicht das Thema. Ich wollte nur ganz kurz darauf einreden. Deswegen werden die Qadariya Majus Hadhil Umma genannt. Die Majus dieser Umma, weil sie praktisch glauben, dass das Üble einen anderen Schöpfer hat. Wenn du sagst, und damit kriegst du jeden Christen, ich habe einmal einen Vortrag gemacht über Qadar, und da habe ich gesagt, dass du die Christen damit kriegst. Die haben keine Antwort darauf. Und dann haben die Christen versucht, darauf zu antworten nachher in einem Video und haben dann da ihre Kommentare geschrieben. Und dann meinte, und dann habe ich gesagt, wenn Gott alles weiß und alles kann, ja, dann ist es unmöglich, dass etwas passiert ohne seinen Willen. Aber im Islam unterscheiden wir zwischen zwei Arten von Willen. Iradatu shar'iyya wa iradatu kawniyya. Irada Kauniyya ist alles, was passiert. Das Gute, was passiert, das Schlechte, was passiert. Irada zu Shar'iyya, der Wille des Gesetzes, ist das, was er befohlen hat. Die Irada zu Shar'iyya, das, was er befohlen hat, beten, fasten und so weiter, ist immer, er liebt das immer. Aber Irada Kauniyya kann sein, dass er das nicht liebt. Er liebt zum Beispiel den Shaitan nicht. Aber er hat ihn erschaffen wegen einer Weisheit. Und hier muss man verstehen, dass wir im Islam an einen Gott glauben, der nicht zu niemandem ähnelt. Du als Mensch, du würdest zum Beispiel nichts nehmen oder nichts herstellen, womit du nicht, was du an sich nicht liebst, sondern vielleicht für eine andere Seite liebst. Aber Gottes Weisheit ist überall. Wie gesagt, ich habe da einen eigenständigen Vortrag darüber gemacht. Auf jeden Fall, die Christen wollten dann darauf antworten. Da meinte eine Christin, meinte, ja, nein, Gott hat das Üble nicht erschaffen und der will das Üble auch nicht. Das ist wie eine Mutter, die ihr Kind einen Fehler machen lässt, damit das Kind daraus lernt. Okay, dann wusste die Mutter vorher, dass das Kind den Fehler macht und hat es den Fehler machen lassen und dann wollte es auch, dass das Kind diese Erfahrung macht. Verstehen Sie, sie kommen dort nicht raus aus diesem Widerspruch in ihrem Glauben. Sie kommen dort nicht raus. Und das ist ein Beweis für den Islam. Und das ist ein Grund, warum viele Menschen das Christentum heutzutage verlassen. Weil sie keine Erklärung darauf haben, warum gibt es Gut und Böse. Wir haben einen lieben Gott. Ja? Gott ist sozusagen der Diener des Menschen geworden. Nicht der Mensch opfert sich für Gott, sondern der Mensch opfert sich für Gott, sondern Gott opfert sich für den Menschen. Verstehst du? Das ist praktisch komplett umgedreht. Die menschliche Fitra, die natürliche Veranlagung, dass du ein Geschöpf Gottes bist, dass du ein Lieder Gottes bist, ist völlig umgedreht worden. Ja, nur dazu. So. Jetzt, er war, wie gesagt, und Salman al-Farisi, sein Vater war sozusagen der Boss von diesem Dorf oder der Führer von diesem Dorf gewesen. Und Salman al-Farisi war jemand, der eine Verbindung zu Gott gesucht hat und der hatte nichts anderes gesehen und hat dann das Feuer angebetet. Und jetzt guck mal, und er war derjenige, der die Aufgabe hatte, das Feuer in dem Tempel, also dafür zu sorgen, dass das Feuer im Tempel immer brennt. Er hatte diese Aufgabe, das war eine hohe Aufgabe, das heißt, er war geehrt dadurch. Jetzt überleg dir mal, in was für einen Schwachsinn dich der Kufr führt. Du hältst ein Feuer, das du anbetest, braucht deine Hilfe, dass es überhaupt weiter brennt. Das heißt, wenn man dem Scheitan den kleinen Finger gibt, dann führt er dich auf einmal in einen Dalal rein, wo du gar nicht mehr rauskommst. Die Quraysh beispielsweise, die hatten zwei Götzen gehabt, Isaf und Naila. Kennt ihr diese Geschichte? Isaf und Naila, das waren zwei Götzen. Das waren ein Mann und eine Frau, die wollten Singen machen, Unzucht begehen miteinander. Und da haben die sich vorgenommen, die Unzucht neben der Kaaba zu machen. Da hat Gott die verwandelt. Und später gehen die Quraysh hin und beten diese Leute als Götze an. Wie hohl ist das? Jetzt, Christentum. Du betest jemanden an, der gestorben ist. Die Eigenschaft von Gott ist, dass er nicht stirbt. Du betest jemanden an, der geboren ist. Die Eigenschaft von Gott ist, dass er keinen Anfang und kein Ende hat. Und wer geboren ist, hat einen Anfang. Du betest jemanden an, der selber niemals gesagt hat, dass du ihn anbeten sollst, aber der Gott selber angebetet hat. Matthäus 26, Vers 39. Guck mal, du willst etwas Gutes tun. Wenn du nicht der Rechtleitung folgst,
Der Scheitan führt dich so in die Irre, dass du gar nicht mehr weißt, wo es herkommt. Guck mal, heutzutage gibt es einige Leute, die sagen zu dir, guck mal, der Christ so und so und so und so. Ist doch ein guter Mensch. Der macht das und dies und der ist nett und hin und her. Und ihr kennt das sicherlich in Deutschland, es gibt Millionen von Menschen, die diesbezüglich gute Eigenschaften haben, die vielleicht hilfsbereit sind, die nett und freundlich sind, die keine was Böses tun und so weiter und so fort. Deswegen ist das manchmal schwierig in der Dauer auf so eine Sache zu antworten, wenn einer sagt, ja, ist doch ein guter Mensch. Es reicht doch, ein guter Mensch zu sein. Das habt ihr bestimmt schon oft gehört. Wenn du sagst, wenn du vom Islam predigst, dann sagen sie zu dir, es reicht, ein guter Mensch zu sein. Was sagen wir darauf? Es reicht, ein guter Mensch zu sein. Was ich sage ist, ich sage doch, es reicht. Aber nach welchem Maßstab? Nach Maßstab von Kater Carlo oder was? Nach welchem Maßstab, den du, wenn du Kater Carlo Futter gibst? Nach welchem Maßstab? Nach dem Maßstab von Gott. Nicht nach deinem Maßstab. Nicht nach meinem Maßstab. Und hier muss man verstehen, dass der Mensch bezüglich drei Kategorien Rechte und Pflichten hat. Bezüglich sich selbst. Kann sein, dass er ein Supermensch ist zu anderen. Oder zur Katze Kater Carlo beispielsweise. Ein Supermensch zu Kater Carlo. Ja? Oder zu seinem Hund Haras. Ne? Der deutsche Schäferhund. Ja? Aber er macht sich selber seinen Körper kaputt. Er begeht Selbstmord. Ist er ein guter Mensch? Kann sein, dass, weil das Problem ist, das Christentum ist so reduziert worden, weil das Christentum ist tot. Das wollen Sie nur nicht gerne hören. Der Säkularismus hat in Europa das Christentum zerstört. Das ist einfach so. Und das Problem ist nur, die Kirche hat sich damit abgefunden. Oder sagen wir mal lieber, die großen Kirchen sind tot. Deswegen jedes Jahr über 200 Austritte. Ja, ich möchte damit keinen Christen, der dieses Video sieht, beleidigen. Aber es ist einfach so. Ja, und deswegen haben die auch so eine Angst vor dem Islam. Der Islam, trotz hunderten Jahren bekämpft, ja, trotz dieser ganzen Kolonisation und trotz Milliarden von Euros, die hineingesteckt wurden, um den Islam zu vernichten, mit den Medien, mit Waffen, mit Politikern, die an die Macht gesetzt wurden, mit Boykotts, mit wirtschaftlichen Embargos, mit allem drum und dran, umso mehr Geld sie ausgeben, um den Islam zu bekämpfen, umso mehr geht es ihnen an den Kragen. Umso mehr ist es eine Schmach und ein Gram für sie. Allah sagt im Koran, إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِكُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِكُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرًا ثُمَّ يُغْلَبُونَ. Das heißt, diejenigen, die ungläubig sind, die werden ihr Geld spenden, ausgeben, um vom Weg Allahs abzuhalten. Und sie werden es tun, spenden. Und dann wird es für sie was sein? Eine Schmach, ein Gram. Und dann, zum Yughlabun, dann werden sie besiegt werden. Achi, wallahi, achi, mach die Augen auf. Das ist genau das, was du heute siehst. Achi, und diese Dawa, achi, das ist wie der Sheikh Abu Saq mal gesagt hat, die ist wie ein Tennisball. Umso stärker du dagegen schlägst, umso weiter fliegt der Ball. Es ist so. Achi, deswegen, achi, wenn gegen uns einer redet, achi, das lässt uns kalt. Ja? Deswegen, guck mal, wenn jetzt einer kommt, sagt, ja, der Christ ist ein guter Mensch. Dann sagen wir zu dem, erstmal nach welchem Maßstab? Zweitens, Adolf Hitler ist ein guter Mensch. Ist ein schlechter Mensch. Klar, ich würde sagen, ja, ist ja kein Christ, okay, kein Problem. Da reden wir nicht drüber. Aber wenn du zum Beispiel seine Frau fragen würdest, und wenn du zum Beispiel manche Leute fragen würdest, die würden sagen, ja, okay, der hat ja auch gute Sachen gemacht. Verstehst du? So, der hat ja auch gute Sachen gemacht. Das darf man in Deutschland gar nicht sagen. Natürlich hat er gute Sachen gemacht. Aber was sind die guten Sachen gegen was weiß ich, wie viele junge Menschen, die der umgebracht hat? Oder was weiß ich, wie viele der umgebracht hat? Das heißt, diese guten Taten, die der gemacht hat, die zählen nicht. Guck mal, jeder Mensch macht gute Taten. Der Scheitan macht gute Taten. Der Satan macht gute Taten. Aber was nützen so viele gute Taten von Adolf Hitler, der vielleicht eine Straße gebaut hat, in der Waagschale von Millionen von Menschen, die der umgebracht hat? Nix.
Verbrecher. Jeder wird sagen, Verbrecher, was ist das gegen das? Und hier sagen wir, das ist ein guter Mensch. Der war nett zu Kater Carlo, dem Haras hat er auch immer Futter gegeben. Aber zur selben Zeit, der hat eine Pflicht sich selber gegenüber, anderen Menschen gegenüber. Und wie gesagt, das Christentum ist heute nur noch beschränkt, wie man mit anderen Menschen umgeht. Was man sich selber macht, uninteressant. Gott ist in die Schublade gesteckt worden. Also ich rede nicht von allen Christen, aber von 99% meiner Meinung nach. Und was ist mit Gott? Du kannst Gott nicht wehtun. Aber was ist schlimmer als zu behaupten, Gott ist geboren? Was ist schlimmer als überhaupt, Gott ist gestorben? Ja, und dann wird der eine oder andere sagen, wie? Ich sage gar nicht, Gott ist geboren, Gott ist gestorben. Jesus ist geboren, Jesus ist gestorben. Kein Problem. Geh zur Kirche, du bist Katholik, du bist Protestant, geh zur Kirche und frage, ob Jesus Gott ist. Wenn du nicht glaubst, dass Jesus Gott ist, und die Kirche, der du angehörst, sagt Jesus Gott, dann verlass die Kirche und werd Muslim. Ganz einfach. Auf jeden Fall kommen wir zurück aufs Thema. Der hat in diesem Dorf, wie gesagt, der war verantwortlich für das Feuer, was sich selber nicht erhalten kann. Und sein Vater, der hatte den Salman so richtig lieb gehabt. Normalerweise, wenn der Vater den Sohn richtig lieb hat, hat meistens der Sohn den Vater auch richtig lieb. Weil man die Liebe spürt. Und der hat den gehalten wie ein Sklavenmädchen. Und er hatte so eine Art Landhaus gehabt, so eine Art Landgut mit Bauernhof und so weiter. Und er musste da arbeiten, der Vater, ja. Und an diesem Tag konnte er es nicht, weil er mit einer anderen Arbeit beschäftigt ist. Und da hat er so Salman al-Farisi gesagt, er soll dorthin gehen. Zu dem Landgut und soll sich darum kümmern. Salman al-Farisi, weil er diese spirituelle Ader hatte, auf dem Weg dorthin ist er an einer Kirche von Christen vorbeigekommen, die der wahren Botschaft gefolgt sind. Der Prophet a.s. hat vor dem Herabsenden, vor der Sendung Mohammeds, oder der Prophet sagt, dass Allah vor der Sendung Mohammeds auf die Erde geguckt hat und hat die Leute sozusagen verabscheut. Außer ein kleiner Teil von Ahlul Kitab. Ja, das waren Leute, die dazugehören. Das heißt, die noch auf der Religion von Isa a.s. beispielsweise gewesen sind. Jetzt guck mal. Er ist dann auf dem Weg dorthin, hat das gehört. Dann hat er reingeguckt und ist reingegangen in die Kirche, hat sich dort hingesetzt, oder was weiß, hat den Gottesdienst beobachtet und war begeistert davon, was die gemacht haben, was die gesagt haben. Ja. Man muss das jetzt nicht vorstellen mit Orgel und Bildern und so weiter, wie man das heutzutage oft sieht. Ja. Auf jeden Fall hat er dann dort Fragen gestellt zu dem Glauben, wo der Glaube herkommt. Die haben gesagt, aus Palästina, aus dem Heiligen Land und so weiter. Und er hat dann dort die ganze Zeit verbracht und ist gar nicht zu der Farm gegangen. Und kam dann später zu seinem Vater zurück und hat gesagt, ja, wo er gewesen ist. Und hat gesagt, dass diese Religion besser ist als die majusische Religion. Was hat der Vater daraufhin gemacht? Der Vater hatte Angst um ihn. Ja, wie kann er das nur glauben, dass diese Religion besser ist? Und dann hat er ihn gefesselt. Wie gesagt, das waren Christen, die noch auf der Religion von Isa waren. Später, die Leute haben das alles verändert. Leute, die ganz wenige waren. Er hat ihn an den Ketten gesetzt, hat ihn nicht mehr rausgelassen, weil er so eine Angst hatte. Jedenfalls Salman al-Farisi hat irgendwie geschafft, mit diesen Christen Kontakt aufzunehmen und hat die gefragt, wann die nächste Karawane kommt, die nach Scham geht, also nach Palästina, ins Heilige Land. Weil er dorthin gehen will, wo diese Religion herkommt. Jetzt überleg dir das mal. Er hat einmal ein Treffen gehabt und dem sein Herz ist direkt so ein Treffen. Er will diese Sache lernen. Und das ist der wahre Iman. Dass man diese Religion sucht. Dass man die Wahrheit will. Und jetzt überleg mal. Er hat es dann geschafft auszubrechen. Irgendeine Art und Weise und ist mit der Karawane nach Palästina. Ein junger Mann. Ach, der hat seine ganzen tausende Kilometer von Iran, also Asfahan, dieses Dorf G, bis nach Palästina. Wie viele Kilometer sind das? Bist du mal aus? Das sind bestimmt 1000, 2000, weiß nicht, Kilometer. Und das in der damaligen Zeit, nicht mit Boeing 747. Ja. Dann kommt er in einem Land an, der kann die Sprache nicht, der kann nichts.
die ganzen Gefahren auf dem Weg dorthin. Was macht er dort? Er fragt nach dem gelehrtesten Mann. So, und daran müssen wir uns ein Beispiel nehmen. Wir müssen gucken, wo können wir Wissen suchen? So, dann ist er zu dem gelehrtesten Mann, der als gelehrtester Mann galt, hingegangen und wollte bei ihm lernen. Da hat er gemerkt, dass dieser gelehrteste Mann ein Scharlatan ist. Dass der darum bittet, dass die Leute Geld geben und er das Geld dann hortet, sodass er am Ende seines Lebens also Unmengen von Gold und Silber hatte, als er gestorben ist. Unmengen von Gold und Silber. Da wollten die Leute ihn beerdigen, diesen Gelehrten, ja, diese Art Bischof. Da hat Samuel Ferdici gesagt, dass das ein schlechter Mann gewesen ist. Ja, die Leute waren empört. Er hat gesagt, ja, der hat Geld gehabt. Dann hat er ihnen das gezeigt, wo dieses Geld war. Wo dieses Gold und Silber war, was er gehortet hat, was er gesammelt hat. Da waren die so wütend gewesen. Die haben den nicht beerdigt. Die haben den seinen toten Leib gekreuzigt und haben den mit Steinen beworfen. Ja? Und das ist das Ende von den Zalimin, dass sie möge Allah uns Ikhlas geben. Das ist das Ende von den Leuten, die keine Ikhlas haben. Möge Allah uns Ikhlas geben, Bruder. Das ist so wichtig, Achi. Subhanallah, einer der Ersten am jüngsten Tag, die Ersten, die am jüngsten Tag in die Hölle geworfen werden, ist einer, der gekämpft hat auf dem Weg Allahs, ja, und gekämpft hat, damit die Leute sagen, mutig. Ein anderer, der gelernt hat, Koran gelernt hat, und der hat das gemacht, damit die Leute sagen, gelehrter Koranleser. Der andere ist was? Ist jemand, der überall gespendet hat, damit die Leute was sagen, nicht für Allah, damit die Leute sagen, oh, mashallah, du spendest aber viel. Möge Allah uns bewahren. Mhm. Deswegen gebe ich auch jedem den Tipp, eine Tat zu machen. Und mir an erster Stelle, erstens immer viel Dua zu machen. Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa na'alam wa astaghfiruka lima la'alam. Diese Dua, zweite Sache, dass man eine Tat macht, die keiner sieht. Zum Beispiel Dhikr und so weiter. Auf jeden Fall. Kam dann ein anderer Gelehrter oder ein anderer Art Bischof an seine Stelle. Und Samuel Ferdici hat gesagt, das war der beste Mann, der nicht 5 Gebete am Tag betet, den er in seinem Leben gesehen hat. Weil er so bescheiden gelebt hat und so viel für Gott gemacht hat. Warum sagt er, der nicht die 5 Gebete gebetet hat? Das heißt, er erzählt diese Geschichte von seiner Islamannahme am Ende seines Lebens oder später, wo er älter geworden ist, Ibn Abbas. Radiallahu anhuma. Und dann sagt er, der Beste, der nicht 5 Gebete gebetet hat, weil die Sahaba, da gab es also viele, die besser waren jetzt als dieser Mann. Auf jeden Fall, als dieser Gelehrte dann gestorben ist, hat er ihn gefragt, was soll ich machen? Ich habe jetzt bei dir gelernt. Was soll ich tun, wenn du gestorben bist? Ja, an wem soll ich mich anvertrauen? Dann hat dieser Gelehrte gesagt, sinngemäß, dass er keinen anderen kennt, der so ist wie er. Außer meinem Musil in Irak. Dann gehe zu dem hin. Er kennt sonst keinen. Ja, die haben alle die Religion verändert und haben sich verdreht. Okay? Oder was lernen wir hier raus? Ach, guck mal, das waren Leute, die früher auf der Wahrheit waren. Guck mal, wie die sich verändert haben. Und deswegen sagen wir heute zu den Muslimen, der Unterschied ist, bei uns gibt es die wahren Manuskripte, unverfälscht. Das ist der große Unterschied. Die Quellen sind bei uns unverfälscht. Bei ihnen wurden auch die Quellen verfälscht. Warum bist du bei uns unverfälscht? Weil Allah in Surah 15, Vers 9, Inna nahnu nazalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Wir haben die Emanuel abgesandt und wir werden sie wahrlich schützen. Aber heißt das, dass es nicht Muslime gibt, die ab von dem Weg wegkommen? Natürlich. Der Prophet a.s. sagt, Sataftariku hadhihi al-umma ala 73 firqatin kulluha fi nari illa wahida. Diese Umma wird sich in 73 Gruppen spalten. Alle sind in der Hölle außer einer. Ma'anna alayyum wa ashabi, die auf dem basieren, wie ich schon meine Gefährten. Deswegen, wenn uns heute einer erzählt, ja, Salafi, erstmal diesen Namen Salafi, den benutzen wir nur, um es kurz zu machen. Ja, wenn wir den benutzen.
Ja, weil wenn ich einer frage, bist du Muslim? Ja, was denn für ein Muslim? Shia, Sufi, Naqshbandi, Chevili, was bist du ein Muslim? Ja? Das heißt, wir haben nicht irgendeinen Guru hinter den sieben Bergen bei den sieben Zwergen, sondern wir gehen zurück zu was? Zu dem, wohin der Prophet a.s. uns geleitet hat. Zu den Gefährten. Wir haben die Gefährten den Islam verstanden. Und dann ist man recht geleitet, wenn man zu den Quellen zurückgeht. Heutzutage, ach, du siehst Leute in Deutschland, ach, es ist traurig. Es ist nicht nur in Deutschland, überall auf der ganzen Welt. Du sagst zu dem, ja, warum machst du dies oder jenes? Warum machst du das? Dann sagt er, ja, mein Scheich hat das gesagt. Dann sagst du, ja, dein Scheich hat das gesagt, aber dein Scheich braucht einen Beweis. Wo ist das im Koran? Wo ist das in der Sunna? Ja, hast du mehr Wissen als mein Scheich? Nee, weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht. Aber das ist unser Maßstab. Der Maßstab für die Religion, nicht ich. Der Maßstab für die Religion ist Koran und Sunna. Gib mir einen Beweis, dass ein Scheich das gemacht hat. Die Leute stehen im Kreis, sind am Tanzen und schreien. Hu, 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 hu. Fragst du, wo hast du es her? Sagt er, ja, das ist gut. Weißt du mehr als er? Dann sage ich zu ihm, guck mal. Salman al-Farisi, sein Gelehrter, hat gesagt, von den Christen, die auf der Religion von Isa waren, sind alle abgeirrt. Er kennt nur noch einen einzigen im Irak. Das war 600 Jahre nach Isa. 600 Jahre nach Isa. Ungefähr. Ungefähr 600 Jahre. So. Wie viele Jahre sind nach Mohammed vergangen? Über 1400 Jahre. Über 1400 Jahre. Überleg mal. Das heißt, gesichert bist du nur, wenn du zur Botschaft zurückgehst. Und jeder sagt, ich liege richtig. Aber wir müssen zur Botschaft zurückgehen, wir müssen gucken, haben die Sahaba das gemacht? Ist doch kein Problem. Zeig mir doch einen Sahaba, der das gemacht hat. Der macht Tabaruk. Überall, wo der hinkommt, macht Tabaruk. Der geht zum Grab vom Scheich so und so, der nimmt sich die Erde, schmiedet er sich ein, der sich Erde tut, die ins Dings, ja, die bringt mir Glück. Sagst du, Subhanallah, was ist das denn her? Dann sagst du, ja, als der Prophet Wudu gemacht hat, dann haben die Sahaba sich um den Rest von seinem Wudu gekämpft, damit sie Baraka von seinem Wudu-Wasser bekommen. Was sagen wir zu dem? Sagen, ja, kein Problem, du kannst ruhig machen. Aber das ist nicht das Wudu-Wasser vom Propheten, sondern das ist die Erde von einem Grab, von einem Menschen, von dem du noch nicht mal weißt, ob der ins Paradies kommt. Irgendein Scheich. Ja, aber der war so und so, der hatte gute Zeichen. Es gibt auch Scharlatane, die gute Zeichen haben. Das nur dazu. Auf jeden Fall ist er dann nach Irak gegangen. Als dieser Scheich, das war jetzt als dieser Scheich in Irak gestorben ist, hat er ihn wieder gefragt, also kurz in seinem Sterben lag, hat er ihn gefragt, wo kann ich hingehen? Da hat er ihn zu Nasibin geschickt. Ein anderer Scheich, das war, soweit ich weiß, auch im Irak eine Stadt. Genau dasselbe hat er bei ihm gelernt. Guck mal, der wollte immer weiter lernen. Immer weiter. Dann hat er gesagt, ach ja, ist okay, alles klar. Und dann hat er, als der am Sterben hat er ihn gefragt, hat er gesagt, ich kenne heute keinen einzigen mehr auf meinem Weg. Auf unserem Weg, auf dem wahren Weg von Isa, außer einen in der Türkei. Umuriya. Also, er hat nicht gesagt Türkei, sondern Umuriya. Dann ist er dorthin gegangen. Hat bei ihm gelebt. Und dann ist dieser Gelehrte auch gestorben. Da hat er zu ihm gesagt, ich kenne keinen einzigen mehr auf unserem Weg. Keinen einzigen. Aber es ist die Zeit gekommen von dem Propheten, der mit der Religion von Ibrahim a.s. kommt. Mit dem Ursprung. Der wird im Land der Araber auferweckt werden und er wird auswandern in eine Stadt, wo Palmen sind, zwischen zwei sozusagen Felsen, ja? Und du wirst ihn an Zeichen erkennen, die ganz klar und deutlich sind. Erstens, der ist nicht von Sadaka, aber der ist von Geschenkten. Wenn ihm was geschenkt wird, ist er. Wenn er Sadaka bekommt, spendet, ist er nicht davon.
Und er hat zwischen seinen Schultern, das heißt hinten, hat er das Zeichen des Siegels der Propheten, dass er der letzte Prophet ist. So, was macht Salman al-Farisi? Der hat sich in der Türkei, da in diesem, in Al-Umuriyya, da hat er sich eine, so etwas angelegt. Der hat also dort auch ein bisschen gearbeitet, hatte dann ein paar Tiere und so weiter gehabt. Und dann kam eine Karawane, die nach Arabien ging. Hat er gesagt, ich gebe euch das alles, ich verkaufe also sozusagen das Vermögen davon, denen alles gibt, dass sie ihn dorthin bringen nach Arabien. Jetzt überleg mal, bleiben wir erstmal kurz hier stehen. Guck dir mal an, was das für ein Weg ist. Ach, erstmal ist er dort, in Iran. Guck mal, was das für ein Mensch ist, dieser Salman. Der ist erstmal dort in Iran, also nicht Iran, Isfahan. Ja? Tausende Kilometer. Der verlässt seine Familie, alles, was er hatte, als er hört von einer besseren Wahrheit, kommt nach Palästina. Von Palästina nach Irak. Der lässt sofort alles fallen in Palästina, geht nach Irak. Wo ist die Frau? Der hat nichts. Der will nur Allah. Dann geht er nach, in die Türkei. Dann von der Türkei wieder, guck mal, was das damals schwer gewesen ist. Guck mal, der gibt alles wieder auf. Der kommt nicht auf die Idee, Bruder, der will unbedingt Allah. Der kommt nicht mal auf die Idee zu denken, ja, ich gehe zurück in mein Heimatland. Ich habe jetzt genug gelernt. Guck mal, Bruder, heute, wenn wir 2 Jahre lernen, ach, dann sind wir zufrieden. Verstehst du? Ja, super, haben 2 Jahre gelernt, alles klar. Ach, guck mal, wie der war. Ach, so. Und das ist eine Tradition, die weitergeführt wurde. Reisen für das Wissen. Reisen für das Wissen, da gibt Allah Baraka. Allah sagt, der Prophet a.s. sagt, Man kharaja fi talab al-ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji. Wer auf dem Weg des Wissens rausgeht, der ist auf dem sabilillahi im Dschihad, bis er zurückkommt. Das ist eine Art von Dschihad, Leute. Ach, da muss man sich verfreuen. Nur man muss auch mit diesem Bewusstsein herangehen, Bruder. Dann könnt ihr so viel Hasanat sammeln. So viel Hasanat sammeln. Und glaubt mir, der Dschihad mit dem Wissen, der ist in manchen Zeiten mehr wert als der Dschihad mit der Waffe. Ibn al-Qayyim sagt, Al-Da'watu Dschihad al-Qalbi wa-Lisan wa-Qad takunu afdal min al-Dschihad ibliyat. Die Dawa ist die Dschihad mit der Zunge und mit dem Herzen und die kann besser sein als der Dschihad mit der Hand. Und Yahya bin Ma'in, das ist ein Scheich von Imam al-Bukhari, der sagt, das ist einer der ganz großen Muhaddithun, der sagt, Al-Dhibbu an-Sunnati khayru min al-Jihad fi sabilillah. Das heißt, die Verteidigung der Sunna ist besser als das Kämpfen auf dem Weg Allahs. Warum? Weil weil der Dschihad, der ist eigentlich nur dazu, der Dschihad ist ja nicht dazu da, um Menschen zu zwingen, den Islam anzunehmen. Sondern eine Funktion davon ist, den Weg aufzumachen für die Dawa, damit der Islam gepredigt werden kann. Das ist eine Funktion davon. So, aber was ist, wenn die Sunna verändert wurde? Guckt ihr mal heute, wie die Sunna des Propheten a.s. angegriffen wird. Auf jeden Fall kommen wir zurück zu Salman al-Farisi. Guck mal, der kommt nicht auf die Idee zurückzugehen. Wie viele Jahre ist der jetzt schon unterwegs? Vielleicht 10, vielleicht 20 Jahre. Ach, und natürlich, man hat Erinnerungen an alte Zeiten, an die Kindheit, die Mutter, Vater, Familie, Leute. Dorf, guck mal, ihr wisst selber, wenn man zurückkommt in seine Stadt, so ist irgendwie, man fühlt sich zu Hause. Auf eine Art, ja. Weil man dann meistens schnell wieder weg will, ja. Aber trotzdem, in Deutschland beispielsweise. Aber, nee, aber trotzdem, man hat so ein bisschen diese Heimatsgefühle, ja. So, wo man sich an die Jugend erinnert, ey, ach, der kommt nicht auf die Idee, Bruder, zurückzugehen. Der will weiter, der will Allah, der will den einzig wahren Gott. Subhanallah. Überleg mal, wie viele Jahre. Und der verkauft sofort alles und kommt. Was ist mit Frau, was mit Kindern? Nur für Allah. Ach, und was machen die? Die betrügen ihn und die nehmen ihm sein Geld weg und verkaufen ihn als Sklaven. Im arabischen Land. An einen Juden, ja? Und da kommt er zuerst in eine Stadt, in eine kleine Stadt, die heißt Wadi al-Qura. Und in dieser Stadt
Er hatte zuerst gesagt, das ist die Stadt, weil da waren auch Palmen gewesen und so weiter. Klar, warum? Habt ihr schon mal gemerkt, wie so eine Fata Morgana. Wenn du unbedingt was sehen willst, dann siehst du das auch meistens. Ja, aber bei ihm war es so gewesen, so, und er hat gewartet. So, und dann wurde er irgendwann, und guck mal, wie Allah den Weg öffnet für den, der wirklich sucht, Achi. Der wirklich sucht, guck mal. Dann wurde er verkauft an den Cousin von diesem Sklavenhalter, diesen Juden. Und dieser Jude war von welchem Stamm? Der Stamm, den der Prophet nach Raswatul Khandaq komplett abgeschlachtet hat, Bani Qurayza. Also die Männer, bis auf einige Ausnahmen, die Islam angenommen haben und so weiter, die dem Propheten in den Rücken gefallen sind und so weiter. Ja? Er war von Bani Qurayza. Und er ist nach Medina gekommen. Er sagt, als er nach Medina gekommen ist, er hat sofort gewusst, das ist diese Stadt. Palmen. Und Osten und Westen davon, wie so kleine Felsen von Vulkanen. Ja? Und auf der anderen Seite Palmen. Ja? Ich glaube, im Süden sind die Palmen und im Norden ist es frei. Ich bin mir jetzt nicht ganz genau sicher. Und deswegen wurde auch nur an einer Stelle bei Raswatul Khandaq dieser Graben gegraben. Übrigens, der Graben wurde auch auf Anweisung von Salman al-Farisi gegraben. Ja? Also ich glaube, im Süden sind diese Palmen, da kommen also diese Armeen, kommen da nicht durch. Es ist sehr schwer, mit ihren Pferden dort durchzugehen. Und diese Felsen, die also sehr scharf sind, ja, das ist ganz schwer, also auch durchzureiten. Also ist Medina sozusagen geschützt und deswegen haben die nur an der einen Stelle, also vom Norden, ja, diesen Khandaq oder vom Süden. Aber ich glaube vom Norden, ich bin nicht ganz sicher, es tut ja auch jetzt nicht großartig was zu sagen. Auf jeden Fall war er dort, hat er dort gearbeitet. Jahrelang. Und er wusste gar nicht, dass der Prophet a.s.w. schon gesandt wurde. Jetzt guck mal, einen Tag ist er im Baum am Arbeiten. Jetzt überleg mal, der ist dort. Der weiß, boah, ich bin hier in der Stadt. Ich weiß, das ist die Stadt. Bisher, er war bei Gelehrten gewesen. Guck mal, seine Wissenssuche bei Gelehrten, das war schon groß. Jetzt kommt ein neuer Prophet. Mit der Religion Ibrahims. Jetzt musst du dir vorstellen, wie der hungrig ist darauf, dass endlich dieser Tag kommt und er weiß nicht, wann kommt er denn? Vielleicht sterbe ich vor, weiß ich nicht, ja, was passiert? Da ist er einen Tag im Baum am Arbeiten und da kommt ein Verwandter von seinem Sklavenhalter. Ja? Übrigens, ich weiß es nicht, Wadil Qura, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob der an den Cousin von dem verkauft worden ist, auf jeden Fall einen anderen Juden von Bani Qurayza, ja. Auf jeden Fall kommt dann ein anderer Jude, zu seinem Sklavenhalter und sagt zu ihm, Qatallahu Bani Qayla. Bani Qayla. Wer ist das denn, die Ansar? Leute von Medina. Warum? Weil die sind in Quba. Quba ist die erste Moschee, die gebaut wurde. Ja? Wenn man von zu Hause rausgeht, macht Wudu und betet dort, ist wie eine Umrah. Hm? Die erste Moschee, die dort gebaut wurde, ist im Islam, am Rand von Medina. Nicht die Masjid Nabawi wurde später gebaut, erstmal dort. Hat der Prophet a.s.w. sich nicht gelassen. Und die haben einem Mann Zuflucht gewährt, ja, der behauptet, ein Prophet zu sein. Der Salman al-Farisi hört das und ist im Baum. Der ist bald vom Baum gefallen. Ja. Du musst dir jetzt mal vorstellen, ach, überleg dir mal diese Freude. Ach, wie viel Jahre ist der unterwegs? Wie viele Jahre ist der von zu Hause unterwegs? Und jetzt hat er gewartet, jetzt ist er endlich da und der kommt den Baum runter und sagt und fragt und erkundigt sich. Puh, und dann schlagen sie ihm ins Gesicht rein. Was geht dich das an? Sklave. Ne? So, was hat er gemacht? Er hat aber ein bisschen Freiheit gehabt, hat er sich was Essen fertig gemacht. Guck mal jetzt, wie neugierig der sein muss. Boah, das ist er bestimmt. Das kann er doch nur sein. Ja, guck mal, wer soll das jetzt sonst sein? Das kann er doch nur sein. Guck mal, hier ist auf jeden Fall dieser Ort. Meine Gelehrten haben mir das gesagt. Und das ist jetzt die Wahrheit. Jetzt kann ich den Propheten treffen. Und dann hat er sich etwas Essen gemacht und ist dann dorthin gegangen, da in die außerhalb von Medina, wo der Prophet a.s. war, hat gesagt, sozusagen, du bist ein guter Mann und dein Gefährten, ich wollte dir eine Sadaka geben.
Und er gibt ihm das. Und was macht der Prophet mit seinem Achlag? Er lädt die Sahaba ein und er beobachtet das. Guck mal, er ist jetzt so gespannt darauf, verstehst du? Ach, ihr müsst euch in die Lage versetzen, weißt, damit wir das richtig spüren können. Guck mal, er sieht diesen Mann und ach, der Prophet, Abdullah ibn Salam, hat gesagt, der größte jüdische Gelehrte, den Islam angenommen hat, das ist nicht das Gesicht von einem Lügner. Der Prophet, Salam, hat eine unheimliche Ausstrahlung gehabt, ja? Also ich meine nicht unheimlich im Sinne von, ich meine eine gewaltige Ausstrahlung. Ja, besser gesagt, ja, unheimlich heißt, denken nachher, der hat die Leute, ja, also ich meine eine gewaltige Ausstrahlung. Da gibt er ihm das und dann beobachtet er. Was macht er? Der gibt das Essen. Die Sahaba essen und er isst nicht davon. Boah. Überlegt er das mal, boah, das ist das erste Zeichen. Palmen, zwei Felsen, also zwischen Felsen, Vulkanfelsen, ja, in der arabischen Halbinsel. 1, 2, 3. Der isst nicht von der Sadaka. Dann kommt er einige Zeit später wieder. Gibt dir wieder was? Ich habe dir letztes Mal Sadaka gegeben. Hast du nicht von gegessen? Ein Geschenk. Was macht der Prophet Al-Islam? Isst er das jetzt selber? Alleine? Nee. Der holt die ganzen Sahaba und er beobachtet. Und er isst auch mit. Boah, überleg mal dieses Gefühl, Achim. Nächste Zeichen, Allahu Akbar. So, und jetzt, dann ist der Prophet dann nach Medina gekommen und dann hat er sich dort versammelt mit seinen Sahaba, wird gesagt, er saß, ja, auf jeden Fall war der Prophet dort gewesen, in Medina, und dann hat der Prophet a.s.w. gemerkt, dass er Salman al-Farisi um ihn so rumgeht, ja, er hat ihn bemerkt, und dann hat er da hat der Prophet etwas, sein Thob oder sein Oberteil etwas runtergezogen, auf irgendeine Art, ich weiß nicht wie, auf jeden Fall so, dass er dieses Zeichen zwischen seinen Schultern sehen könnte. Als Salman al-Farisi das gesehen hat, ist er mit seinem Gesicht vor ihm niedergefallen, hat seine Füße geküsst. Der Prophet hat ihn hochgenommen, weil auch für den Propheten al-Islam macht man keinen Sujud, ja. Es war kein Sujud der Ibadah, sondern halt der Ehrerbietung in dem Sinne. Ja? Auf jeden Fall hat er ihn dann gefragt, hat Salman al-Farisi diese Geschichte dem Propheten a.s.w. erzählt. Brüder, stellt euch mal vor, Achi, was das für eine Freude gewesen sein muss. Puh. Wisst ihr, Bruder, das Problem ist, wir können uns das gar nicht so, für uns ist das manchmal schwer vorzustellen, weißt, weil wir haben auch zum Beispiel der Tod des Propheten a.s.w. Ja, was das für die Sahaba für eine Katastrophe gewesen sein muss. Anas ibn Malik sagt, der größte Tag war, als der Prophet a.s.w. nach Medina gekommen ist, und der schlimmste Tag, die größte Katastrophe war, als er gestorben ist. Überleg dir das mal, was ist das für eine Katastrophe? Nur wir können das gar nicht so nachvollziehen, weil wir nicht mit ihm so gelebt haben, sondern wir haben ihn immer so gehabt. Du vermisst nur etwas, was du immer anders gehabt hast. Und deswegen hoffe ich, dass unsere Liebe zum Propheten a.s.w. größer wird, auch wenn wir diese Geschichten von den Sahabern, radiallahu anhum, waradahum, wenn wir die hören. Jetzt, was war? Salman al-Farisi war ja noch ein Sklave gewesen. Ja? Und dann hat der Prophet a.s.w. gesagt, er soll sich freikaufen von seinem jüdischen Sklavenhalter. Und dann hat der Jude zwei Bedingungen gestellt, dass er freigelassen wird. Erste Bedingung, der muss 300 Palmen pflanzen, die nicht kaputt gehen. Weißt du, wie viel das ist? 300 Palmen? Das ist ein totaler Schatz mit den ganzen Datteln und sowas. Das ist ja Millionen wert, zur heutigen Zeit. Das ist ja Wahnsinn, 300 Palmen. Und keine soll kaputt gehen. Das ist normal in diesem Klima, wenn du eine Palme pflanzt, so ein Sprössling, ja, dass der kaputt geht auch, dass einige kaputt gehen. Dass keine soll kaputt gehen davon. Und 40 Unzen Gold. Ich kam zum Propheten, hat ihm das gesagt.
hat der Prophet was gemacht? Hat den Sahabern gesagt, die sollen sammeln für ihn, Sprösslinge für die Palmen. Ja? Also so kleine Palmen, ja? Die dann halt wachsen. Hat das gemacht. Und er hat gesagt, wenn du 300 zusammen hast, sage mir Bescheid. Erste Sache ist, das zeigt, Achi, dass man immer zusammenhält, sich gegenseitig helfen muss. Und die Umma ist stark, wenn sie zusammenarbeitet. Jeder bringt einen kleinen Beitrag. Ich habe vor ein paar Jahren mal gesagt, wenn jeder Muslim in Deutschland nur 1 Euro im Monat spendet, es tut ihm nicht weh. Aber weiß, was man damit machen kann? Damit kann man Fernsehsender gründen, Schulen gründen, alles Mögliche öffnen. Aber dann kamen dann wieder einige Leute dazwischen und haben gesagt, ja, man soll keine Spenden sammeln und so weiter und so fort. Was natürlich völliger Blödsinn ist. Ach, es wird immer für die Allgemeinheit der Muslime gespendet. Sollen keine Spenden gesammelt werden, damit wir uns davon ein dickes Auto kaufen. Da möchte ich übrigens an dieser Stelle kurz etwas erwähnen, was sehr wichtig ist, apropos dickes Auto. Weil ihr müsst wissen, die versuchen immer die Muslime, vor allen Dingen die predigen, versuchen immer so ein bisschen als scheinheilig darzustellen. So, ihr kennt mich ja. Wie viele Autos habe ich? Nun? Ich habe gar kein Auto. Verstehst du? Vorher hatte ich alte Gurken gehabt. Verstehst du, was ich meine? So, jetzt. Guck mal, wie behämmert die sind jetzt in der Zeitung. Ja, das gehört mit zu denen, ihrem Ziel. Da gibt es ja dieses Auto mit Hamza 911. H-R-A-M für Ham. Z-A 911. Erstmal mein Sohn wird mit S geschrieben, nicht mit Z. Nur mal nebenbei, ja? Weil das deutsche Schreibweise ist. Und Hamza mit Z ist englische Schreibweise. Aber ist ja egal. Achi, ich habe noch nie in Ham gelebt. Jetzt schreiben sie überall mit seinem Touareg und so weiter. Ich weiß nicht mal, was das für eine Marke ist. Irgendwie Touareg. Ich weiß gar nicht, von welcher Autofirma das ist, weil ich mich gar nicht vor uns interessiere. Er kommt mit seinem Auto. Das Auto hat aber einen anderen offiziellen Besitzer. Hallo? Ich fahre im Auto von einem anderen mit. Demnächst fahre ich im Ferrari von einem mit. Verstehst du? Heißt, oh, Pierre Vogel hat einen Ferrari. Verstehst du? Achi, deswegen. Das wollte ich nur kurz an dieser Stelle erwähnt haben. Ja, das heißt, gehen wir zurück zu der Sache, die Muslime müssen zusammenarbeiten. Jetzt, was hat der Prophet zu ihm gesagt? Wenn du diese 300 Palmen gesammelt hast, also diese Sprösslinge oder Samen, ja, dann sag mir Bescheid. Warum? Ach, der Prophet hat diese Palmen selber mit seiner eigenen Hand gepflanzt. Guck mal, wie der Prophet a.s. guck mal, das meine ich mit der Liebe für den Propheten a.s. Und wie der durch diese Orientalisten dargestellt wird. Der wird für den Orientalisten dargestellt wie ein Mensch, wie jemand, der so Macht haben wollte. Ach, der Prophet a.s. saß mit seinen Sahabern zusammen auf dem Boden. Der ist auf dem Esel zusammen mit denen geritten. Da kamen Sahaber nach 10 Jahren, die der kurz ein paar Mal gesehen hat. Ihr müsst euch ja vorstellen, er hat ja tausende Menschen getroffen. Bruder, wisst ihr für mich, wie schwer es manchmal ist, Sachen zu behalten? Das heißt, einzelne Gesichter, die ich gesehen habe, wisst ihr warum? Weil das zu viel ist. Guck mal, wenn ihr jetzt zum Beispiel in Arabisch 10, 20 Vokabeln am Tag lernt, die könnt ihr nicht alle behalten. Genauso, wenn du jetzt so viele Leute siehst, du bist jedes Wochen irgendwo anders, siehst du 100 Leute hier, 100 Leute da, du kannst, und du kriegst jeden Tag E-Mails, du kannst das nicht mehr auseinanderhalten. Verstehst du das? Du siehst dann auf einmal das Gesicht und denkst, boah, wo hab ich den nochmal gesehen, Mann, ey. Wie heißt der nochmal? Die kennen dich aber, du bist die einzelne Person, verstehst du? Ach, der Prophet, die Leute waren so wichtig für ihn, Abu Dhal Rifari, der hat in der Anfangszeit des Islam genommen, den Islam angenommen, das heißt in den ersten 3 Jahren, wo die Dame noch still war, nach dem korrektesten Wort, nun ist circa mindestens 10 Jahre später gekommen. Da hat den Prophet nur vielleicht höchstens 2 Wochen getroffen, wenn überhaupt, das waren wahrscheinlich nur ein paar Tage, hat den getroffen, und als der von Weitem war, der hat den noch gar nicht gesehen, und die haben gesehen, dass da eine ganze Menschenmenge gekommen ist, weil der Abu Dhar hat mit denen alle Dauer gemacht, hat der Prophet gesagt, Kun Abu Dhar, sei Abu Dhar, der kannte seinen Namen noch.
Versteht ihr, so war der Prophet, das war ihm seine Persönlichkeit. Ja, und das war ein Mensch, weil der die Leute so, seine Sahaba so geliebt hat, weil er diese Loyalität hatte, diese Eigenschaft. Die Freundin von Khadija, die hat er später noch immer wieder versorgt, war immer noch loyal zu denen gewesen, weil sie die Freundin von Khadija gewesen sind. Die Leute, die in Uhud gestorben sind. Am Ende seines Lebens ist er zu den Gräbern von ihnen gegangen. Ach, ich kann es dir vorstellen, wenn du älter geworden bist und du merkst, du stirbst oder du hast das Gefühl, dass du krank wirst. Ach, da hast du genug mit dir selber zu tun. Der geht raus nach Uhud und macht Gebete dort für die. Der geht zum Gräber von Bakir, wo seine Gefährten waren. So eine Loyalität hat, und deswegen, so eine Loyalität hatte er zu seinen Leuten. Und deswegen sage ich zu mir auch, daran muss man sich ein Vorbild nehmen. Ich als Daher, ich als Prediger, auch ich muss mein Vorbild daran nehmen, dass ich mit meinen Leuten so loyal bin. Und jetzt guckt der Prophet, der hat hunderte Leute, die jünger sind als er. Ja? Und der hat so viel zu tun, Bruder, wisst ihr, wie schwierig das ist? Ach, der ist politischer Führer, religiöser Führer. Da kommen jeden Tag hunderte Leute, stellen ihm Fragen. Wisst ihr, wie schwer das manchmal ist? Bruder, ich kann mich, und deswegen, wenn man richtig in der Dawa tätig ist, möge Allah mir Ikhlas geben, da kann man sich da reinversetzen. Bruder, glaub mir, manchmal an einem Vortrag, da kommen so viele Leute auf dich zu, jeder will was von dir. Der spricht von da. Bruder, das ist so anstrengend. Und du versuchst Antworten zu geben und nachher sind die Leute noch beleidigt. Weil du einem nicht genug Aufmerksamkeit gegeben hast. Ach, unmöglich, du hast zwei Ohren, zwei Augen, aber der Prophet, natürlich, ach, was bin ich, was sind wir gegen ihn? Ach, der findet Zeit für einen Sklaven aus Persien sozusagen, ja, findet der, um 300 Palmen zu pflanzen. Allah, weißt du, was das für eine Arbeit ist? 300 Palmen! Ach, subhanallah, 300 Palmen. Und der Prophet macht das, alayhi salatu, mit seinen gesegneten Händen für seinen Sahabi, um ihn zu befreien. Und alle Palmen wachsen. Dann braucht er 40 Unzen Gold. Was macht der Prophet, alayhi salatu? Sammelt wieder von den Sahabern. Dann, das ist die Zusammenarbeit. Für einen Mann aufstehen, für einen Mann helfen. Ach, guck mal, was das für eine Gemeinschaft ist. Dahin müssen wir zurückkommen. Und dann kam sein Mann, der hat eine kleine Menge Gold gehabt. Er hat gedacht, das reicht doch nicht. Prophet Alisallam hat gesagt, nimm, geh. Was war das? Das ist wieder diese Segnung, diese Baraka vom Prophet Alisallam. Und es hat dann gereicht und er ist frei gewesen. Bruder, guckt euch mal diese Geschichte an, wie krass das ist, was man hier alles wieder für Sachen lernt. Ja? Und hier ist auch eine andere wichtige Sache, die ich erwähnen will, die sehr wichtig ist. Also wir haben über diese Wissenssuche gesagt, wir haben über den Ikhlas geredet, wir haben über die Eigenschaften des Propheten zusammen geredet, über die Freude. Bruder, wir müssen diese Freude auch spüren, wenn wir heute nach Wissen suchen und diese Dinge sehen, müssen wir diese Freude spüren. Wir müssen uns mit der Sunna und mit der Sira so beschäftigen, als wenn der Prophet a.s.w. bei uns ist. Ja, wir müssen uns mit dem Koran beschäftigen. Ihr müsst euch verstehen, so als wenn er herabgesandt wurde. Dann können wir diese Sache ganz anders leben. Diese Sachen müssen für uns lebendig werden. Auch Geschichten, die man lernt, die sind dazu da, um einen Einfluss auf uns zu haben. Und hier ist eine wichtige Sache, die sehr wichtig ist auch. Und das ist eine sehr wichtige Angelegenheit für den Beweis, dass der Islam die korrekte Religion ist. Der Prophet a.s.w. Oder ich fange mal anders an. Wenn man heute einen Christen fragt, wie kommt er ins Paradies? Wie kommt man ins Paradies? Er wird dir sagen, man muss daran glauben, dass Jesus für die Sünden gestorben ist. Römerbrief 5, durch die Sünde eines einzelnen Menschen wurden alle Menschen zu Sünder. Was ist bei denen damit gemeint? Adam a.s. Ohne durch die gute Tat eines einzelnen Menschen werden alle gerecht gesprochen. Wer ist damit gemeint?
dass Gott als Jesus auf die Welt gekommen ist und sich für die Sünden der Menschen hat kreuzigen lassen. Ich weiß, ich erzähle das oft und viele Christen sagen dann, was erzählt er dort für einen Quatsch, das habe ich doch gar nicht gelernt. Ja? Ich sage zu denen, die das sagen, geh zu deiner Kirche und frage, ob Jesus, der geborene Gott, ist laut Christentum, der für deine Sünden gestorben ist. Wenn dem so ist und du glaubst das nicht, dann verlass das Christentum, wenn du Muslim. Ganz einfach. Auf jeden Fall, und hier ist ein ganz wichtiger Punkt, die wahre Religion Gottes, die muss eine Möglichkeit haben, wenn wir sagen, für alle Menschen gibt es eine wahre Religion. Diese wahre Religion heißt wie? Gottergebenheit. Was heißt Gottergebenheit auf Arabisch? Islam, sich Gott ergeben. Wenn wir das sagen, dann muss diese Religion folgende Bedingungen erfüllen. Die muss für jeden Menschen zu jeder Zeit eine Möglichkeit bieten, ins Paradies zu kommen. So. Jede Religion sagt, es gibt ein Jenseits, oder so gut wie jede Religion, ja, jede ernstzunehmende Religion, es gibt ein Jenseits, und oder unsere Religion ist richtig. Oder unsere Religion ist die einzige wahre Religion. Jede Religion, ernstzunehmend oder nicht ernstzunehmend, sagt, unsere Religion ist die einzige wahre Religion. Wenn dem so ist, dann sagen wir, da muss deine Religion einen Weg zu jeder Zeit für jeden Mensch an jedem Ort geben, dass er der Religion folgen kann. Oder dass er zumindest nicht bestraft wird, weil er ihr nicht gefolgt und nichts davon gehört hat. So, jetzt sagen wir, ein Mensch, der an die Botschaften, der vor Mohammed gelebt hat, nie was von Mohammed gehört hat, und an die wahre Botschaft von Jesus geglaubt hat, geht wohin? Ins Paradies. Wer gehört dazu? Die Lehrer von Salman al-Farisi. Für die ist dieser Vers herabgesandt worden, in Sure 2, Vers 62, Inna alladhina aman, wa alladhina hadu, wa nasara, wa sabi'ina, man amana billahi wal yawm al-akhir, wa amila salihan, fala khawfun alayhim, wa lahum yahsanun. Die Gutes tun, die Juden und die Christen, die Sabia, alle, die an Allah an den jüngsten Tag geglaubt haben, ja, die werden bei ihrem Herrn ihren Lohn haben, die werden nicht traurig sein, die werden keine Angst haben. So, was ist damit gemeint? Warum wird jetzt Nasara genannt? Warum werden die Christen genannt? Um darauf hinzuweisen, das sind die Folger von Jesus. Warum werden die hier? Weil das war Jesus und Nazari, von Nazareth. Warum wird die Juden gesagt? Um den Unterschied klar zu machen. Das heißt, jeder, der einem Propheten gefolgt ist, der geht ins Paradies. So. Jetzt zweite Reihe. Die Leute, die nie was von einem Propheten gehört haben. Es gab in Medina, in Mekka, einen gewissen Zayd ibn Amr al-Nufail. Ibn Nufail. Ja, das war der Vater von Sa'id ibn Zayd. Diese Person hat sich bei den Christen erkundigt, hat die falsche Botschaft gefunden, bei den Juden erkundigt, hat ihnen alles nicht gefallen, hat er gesagt, ich folge der Religion von Ibrahim. Da hat er zu Allah gesagt, oh Gott, ich will den besten Weg finden, wie ich dir dienen kann, aber ich weiß nicht wie. Aber er hat das Beste getan, was er konnte. Er hat von seiner Fitra aus, erstmal sowieso keine Götzen angebetet, weil er hat gesagt, ich bin der Einzige hier, der Religion von Ibrahim folgt. Und er hat von Leuten, die Mädchen lebendig verbuddeln wollten, hat er diese Mädchen abgekauft und sich um die gekümmert. Und er hat Geschlachtetes, was für Götzen geschlachtet wurde, hat er nicht gegessen. Über ihn sagt der Prophet, der kommt am jüngsten Tag als einzelne Umma. Guck mal, warum? Weil er ist seiner Fitra gefolgt und hat das getan, was er konnte. Da hatte er keinen Propheten, aber die Zeichen vom Kaunia, das ist Himmel, Sterne und so weiter, haben ihn darauf geleitet, es gibt nur einen Gott. Ja, so. Dann. Und so, gibt es heute viele Leute, glaube ich, die vielleicht, oder sagen wir auf jeden Fall vor 50 Jahren, die vielleicht nie was wirklich vom Islam gehört haben und die einfach nur das tun, was sie können, aber die glauben nicht, dass Jesus Gott ist. Die sind vielleicht in der Kirche angemeldet, aber die beten nicht Jesus an. Dafür gibt es viele Leute, deswegen viele Christen, die du heute fragst, die sagen, nee, ich glaube gar nicht daran.
Das heißt, wenn er nichts von Mohammed gehört hat, wird er nicht bestraft. Allah sagt in Surah 17, Vers 15, وَمَا كُنَّ مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبَثَ الرَّسُولَ. Barak ibn Nawfal war einer, der noch dem Christentum gefolgt hat. Der hat den Propheten, hat ihn in zwei Träumen gesehen, einmal im Weißen, im Weiß, das war ein Zeichen dafür, dass er nicht in der Hölle ist, und einmal mit zwei Paradiesgarten. Deswegen im Islam kann jeder zu jeder Zeit, an jedem Ort, hat er eine Möglichkeit ins Paradies. Aber wer vom Islam hört, richtige Botschaft bekommen hat, diese Botschaft ablehnt, der geht für alle Ewigkeit in die Hölle. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك Islam Express Islam Express Islam